Salut zusammen. Spätestens seit ihrem Sieg bei The Voice of Switzerland in 2013, stimmt, gell? Ist sie eine feste Grösse in der Schweizer Musikszene. Nicole Bernecker. Hallo Nicole. Hallo zusammen. Ja Nicole, was wäre eigentlich aus dir geworden ohne die Casting-Sendung? Wahrscheinlich ein Weltstar. Nein, man weiß es nicht. Es bleibt natürlich ein Fragezeichen. Aber grundsätzlich ist es eh egal. Man trifft Entscheidungen und die haben immer Positives und Negatives. Und ich trage die Negativseite und genieße die positiven Seiten. Aber du würdest sagen, jetzt die Castingshow, die hat sich gelohnt. Das kannst du jedem Jungen empfehlen. Das ist jetzt wieder. Das weiß ich nicht, ob ich es jedem empfehle. Aber jetzt, für mich hat es. Hat viele Türen geöffnet und viele Leute kennengelernt. Es hat Sachen gesprengt und neu formiert und das war sehr spannend gewesen. Aber ich glaube jetzt für mich persönlich ist es einfach gewesen, jetzt, dass ich bin, also sagen wir anders, ich bin froh, dass ich die Castingshow gemacht und habe das alles, den ganzen Zirkus schon ein bisschen kennt. Also ich weiß, was Musik machen heisst, ich habe meine Bands gehabt, ich hatte 15 Jahre auf der Bühne gestanden. Also so. Du hast schon mit Erfahrungen hast du können in ja, das Ganze reinstarten. Ja, genau. Das macht schon ein bisschen aus. Auch wissen, wo man herkommt, was einen bewegt, wo das Herzblut ist, die Leidenschaft. Und ich glaube, das ist nachher auch der richtige Weg. Und dass man sich hier nicht unbedingt muss abbringen muss, auch wenn nachher plötzlich so ein Business reinkommt auf einem. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen angetönt. Mhm. Es ist natürlich schon nicht alles Gold, was glänzt in der Musikbranche. Du hast gerade auch in einem aktuellen Text gesagt, es ist eigentlich eine schwierige Welt, das Musikbusiness. Ganz konkret, wie meinst du denn das? Ja, es ist grundsätzlich kann man immer nur verlieren. Nein, klar, es ist ein hart umkämpfter Markt, das klingt jetzt ganz blöd. Das ist nicht, aber es ist ein Überlebenskampf. Ja, mit also ein grosser Konkurrenzkampf. Die Schweiz ist klein. Ah, okay. Die Schweiz ist sehr klein. Und ja. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber du willst ja jetzt. Es ist nicht einfach, aber ich sage mal, ich bin froh, dass ich Teil davon sein. Ich kämpfe gerne noch innen mit. Und du kämpfst jetzt damit, indem du wieder ein bisschen zurückgehst zu deinen musikalischen Wurzeln, nämlich den Soul wieder ins Zentrum hineinstellst. Ja, erzähl kurz, also warum wieder zurück und wo kann man dich sehen in absehbarer Zeit? Ja, mir ist ganz wichtig, wieder dorthin zu gehen, mein Herz schlägt. Das ist im Soul, das habe ich sehr lange gemacht und dort möchte ich auch wieder her. Das heisst, das nächste Album wird definitiv auch rootiger sein, souliger sein und wir gehen zwischen dem 15. November und 15. Dezember gehen wir auf Tour, kleine Club-Tour. Und nebst der Tour auch noch eine CD, oder wie sieht es aus? Auf jeden Fall! Wenn? Das ist der Plan. Wenn? Am 17. Also, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Nicole, danke vielmals für den kurzen Talk und die Ankündigung natürlich von dieser neuen CD. Danke vielmals. Tschüss zusammen.